Okay, so wir starten los. Guten Morgen zusammen. Hi, Hikyong. Hallo, grüß dich, Celia. Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Wir werden ganz viel von dir gleich hören und ich wollte nur vorweg ein bisschen einleiten. Also ich bin die Shelia Stevens und wir machen das Video heute eh für die Leute, die mich kennen, also auf der E-Mail-Liste, auf dem YouTube-Kanal, vielleicht auf Social Media und wir wollten einfach gemeinsam sitzen heute und ganz entspannt über Hikyongs Story sprechen. Beziehungsweise ich wollte das tun, gell, Hikyong? Ich habe mit ihr geredet vor ein paar Wochen und fand das so spannend, so inspirierend, dass ich dachte, es müssen einfach mehr Leute hören. Und Hikyong hat sich bereit erklärt, das zu tun. Und zwar, wir reden über den Weg einer Unternehmerin. Und wir schauen an auch, wie das manchmal ganz anders ausschauen kann, wie man sich das vorstellt. Und auf dem Weg, was ich hoffe, was wir auf jeden Fall anschauen werden gemeinsam, Hikyong, ist auch das persönliche Wachstum, das darin steckt, den spirituellen Weiterentwicklung, die darin steckt. Weil das hat mich richtig gecatcht, gegrabt in unserem letzten Gespräch. Aber bevor wir da lostreten, ich möchte Hikyong kurz vorstellen. Und Hikyong ist eine ehemalige Kundin von mir. Also jedenfalls so haben wir uns kennengelernt. Hikyong, weißt du, wann das Jahr war, wo wir zusammengearbeitet haben? Hast du das Oh. überhaupt? Nee, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls Vor COVID. mindestens 7 oder Jahre Ja. oder wie die Zeit vergeht, keine Ahnung. Vielleicht sind es 6 Jahre oder 5. Ja. Jedenfalls auf jeden Fall vor der Corona-Zeit. Genau, also irgendwie so nicht, ist es jetzt nicht mehr vor Christus, sondern vor Covid oder nach Covid. Das ist die Art und Weise, wie wir die Zeit irgendwie heute feststellen. Ja, ich glaube auch, es müsste 2016, 2017, 2018 irgendwo darum gewesen sein. Ich habe Ja. nicht genau nachgeschaut. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass du eine sehr fleißige, lernwillige, wirklich, ich mache einfach das, was es zu tun gibt, Kundin warst. Und wir werden darüber gleich sprechen. Ich wollte nur mal kurz sagen, wie dein YouTube-Kanal heißt, weil Hikyong ist die Gründerin eines YouTube-Kanals und darum wird es da auch darum gehen, die Kunst im Hier und Jetzt zu leben. Aber vielleicht lasse ich dich, Hikyong, dich selber vorstellen, sagen, wer du bist, was dein Hintergrund ist und wie du auf ja, dem YouTube-Kanal bist, wo du heute bist, wo du 11.000 Personen feierst, die gerade dort sind. Genau. Ja, also mein Name ist Hikyong. Ich bin eigentlich so in der Zeit mit Shelia, das war schon so die Zeit, wo ich überhaupt so durchgestartet bin oder versucht habe, durchzustarten, ein Geschäft aufzubauen, wobei ich nicht genau wusste, was es das genau ist. Also ich bin ursprünglich eine Tänzerin und habe, also mein Background ist Körper, Bewegung und Tanz. Und als ich vor, keine Ahnung, schon 15 Jahre vielleicht ist es her, hatte ich einen Bühnenunfall und ich konnte meinen Fuß nicht mehr bewegen, beziehungsweise ich konnte nicht auftreten. Und in der Zeit kam dann plötzlich in mein Leben The Work of Byron Katie. Und das führte mich dazu, eben für diejenigen, die The Work nicht kennen, es ist eine Methode, mit der man eben den Geist klärt von stressvollen Gedanken. Und als ich dann diese Methode kennenlernte, wusste ich, das muss jetzt für mich sein, weil ich kann mich nicht bewegen und für The Work brauche ich gar nichts. Also kann ich einfach sitzen. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht und wusste einfach jetzt auch geistig, also den Geist zu klären von stressvollen Gedanken. Und bin dann so richtig reingestürzt und habe meine Bewegung und Körperarbeit einfach zurückgelassen. Und als wir uns begegnet sind, war ich in dieser Phase, okay,
jetzt mache ich alles mit The Work und gleichzeitig will ich schon die Bewegung integrieren. Wie geht das? Und da habe ich irgendwie Coaching oder irgendeine Hilfestellung gebraucht. Und so bin ich eigentlich gestartet, reingestolpert und habe mir gedacht, wie du sagst, ich bin sehr fleißig, mir ich mache alles, was Shelia sagt. Und auf dem Weg habe ich ihm festgestellt, das ist gar nicht so einfach, weil ich wirklich sehr wenig Klarheit darüber hatte. Nicht über, ich meine, wahrscheinlich geht es vielen so. Ich wusste schon, was ich kann, aber das zu bündeln und das zu kommunizieren und es weiterzuentwickeln, das war für mich ein Rätsel. Und da habe ich mich eben auch sehr schwer getan und dann auch mich sehr unter Druck gesetzt. Aber ich bin einfach den Weg gegangen. Irgendwie bin ich jetzt dann hier gelandet. Auf dieser Reise kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich am meisten gelernt, nach dem Fallen wieder aufzustehen. Also immer Fehler zu machen und diese Fehler zu akzeptieren und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und auf dieser Reise kam ich überhaupt auf die Idee, einen YouTube-Kanal aufzumachen, weil ich mir dachte, dieser Kanal wird mir helfen, diese Klarheit zu finden, was ich wirklich will und worum es mir ging. Und worum es mir überhaupt schon damals ging und immer ging, auch im Tanz, ist zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Weil ich bin eine Improvisationstänzerin. Da geht es immer darum, im Hier und Jetzt zu sein, weil ich ja keine Schrittfolgen habe, mit denen ich auf die Bühne gehe, sondern ich improvisiere. Und daher kannte ich schon diese Kraft und das wollte ich mir übersetzen für die Leute. Das habe ich gemerkt, aber ich wusste nicht, was es wirklich genau bedeutet und wie ist es mit The Work? Wie kommt diese Arbeit in meine Arbeit rein? Genau, so ist dieser YouTube-Kanal entstanden, irgendwie reingestolpert wieder, nicht wirklich zu wissen, was ich da tue. Habe mich auch ehrlicherweise auch sehr schwer getan mit allen möglichen Sachen. Ja, und irgendwann, jetzt, bin ich auf 11.000 Abonnenten und weiß jetzt viel, viel mehr. Das Wichtigste ist, ich weiß jetzt viel mehr, was ich will, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und die 11.000 sehen wunderbar. Es ist so ein Krönchen, so eine Krone. Aber es ist nicht so, wie ich immer dachte. Ich dachte, 11.000 oder 10.000, das ist ja ein Wahnsinnsmeilenstein. Und ich dachte, wenn ich dann da bin, dann bin ich glücklich. Dann habe ich das geschafft. Dann fühle ich mich erfüllt und es ist ja ein bisschen so, aber nicht mehr so wichtig. Weil auf dem Weg und jetzt merke ich, was viel, viel wichtiger ist, dass ich wirklich jetzt den Weg, so einen tiefen Weg zu mir selbst gefunden habe. Obwohl, was ja auch in meinem Kanal geht, aber dass ich das selber so ganz nah für mich erlebe, dafür bin ich eigentlich am meisten dankbar, ja. Ja, absolut. Oh, das ist so schön, Hikyong. Ich bin so berührt von deiner Erzählung und du hast so komprimiert deinen Weg erzählt. Und ich finde das so hoffnungsvoll für alle Leute da draußen. Und in dieser Hoffnung möchte ich reintauchen mit dir. Ich möchte reintauchen in die Details von diesem Weg, weil ich glaube, dass oft versteht man seinen Weg erstmal zurückblickend im Spiegel und nicht während man geht. Und da kann man von heute zurückblicken auf die letzten 7, 8 Jahre vielleicht viel mehr erkennen, als man sehen konnte, als man drin gesteckt ist. Da würde ich ganz gerne gleich mit dir hingehen. Und ich habe ja mit Hikyong gesprochen vor ein paar Wochen. Wir haben so einen kleinen Touch-Base-Call gemacht. Hey, wie geht's? Und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und Hikyong hat gesagt, oh, ich kann mich zur Zeit, also das hat sich so nicht gesagt, aber ich kann mich vor Kunden nicht retten. Weißt du, diese Tatsache, dass der Kanal so gut läuft, wirkt sich natürlich auch sehr positiv auf die Buchungen im Coaching, in den Programmen, die Hikyong hat. Und ich glaube, das ist ein Traum, Hikyong, für so vielen Menschen da draußen, die sich selbstständig gemacht haben, die sich auf diesem Weg gemacht haben als Unternehmer und Unternehmerin.
Speziell die Leute in meiner Community sind Coaches, Trainer, Berater, Leute mit spirituellem Wissen, Heiler-Wissen. Und ich glaube, dass deine Story total inspirierend sein wird, gleich wenn wir noch die Lupe drauf machen und zu uns schauen. Und ich habe gedacht an zwei Dinge, als du gesprochen hast. Und eine Sache ist deine Geschichte. Ich war in einem Mentoring-Programm über 3 Jahre zwischen 2013 und 2015 mit Fabian Fredrickson, also einer meiner ersten und großen Mentorinnen auf meinem Weg. Und sie hatte eine Art von Stufensystem. Also du konntest die ersten zwei Programme bei ihr machen, ohne irgendwelche Umsätze zu haben in einer gewissen Höhe. Aber die dritte Stufe hat verlangt von dir, dass du 100.000 Dollar im Jahr verdienst und dann bist du irgendwie da, kommst du in die nächste Gruppe, weil sie wollte einfach nicht, dass Beginner mit fortgeschrittenen sind und die haben andere Themen einfach, wie du auch neulich zu mir gesagt hast. Also man kommt auf die nächste Ebene und dann kommen neue Themen auf, die man meistern muss, oder? Und ich weiß noch, als ich in den ersten 2 Jahren war und ich saß dort und ich dachte, boah, ich würde so gerne in diese dritte Ebene kommen. Ja, war wirklich so ein Traum für mich, ein Meilenstein. Und ich hatte einen VIP-Tag gebucht bei Fabienne und ich durfte zu ihr in ihre Mansion fahren. Also so ein altes Hotel aus dem Civil War-Zeit in Amerika, die sie umgemünzt hat zu einem echten Haus. Und in einem Teil haben sie als Familie gelebt und in dem anderen Teil hat sie quasi ihre Businesskunden aus aller Welt bekocht, bewirtschaftet und es war unfassbar, also wirklich surreal. Und in der Mittagspause in diesem VIP-Day saß ich neben Stacy Martino. Und Stacy Martino war in der Community dort, also als die so die Kundin von Fabienne, die einen steilen Abgang gemacht hat. Also sie kam rein in dem ersten Growth Track und übersprang alles und landete binnen 1,5 Jahre im Masters. Also da war sie schon mit, keine Ahnung, 1 Million Verdienst unterwegs. Und Fabienne hat sie auch immer so präsentiert als Erfolgskundin, weißt du, so auf dem Erfolgspanel. Und ich saß zufällig neben ihr, und ich war ein bisschen eingeschüchtert und ich habe gesagt, Stacy, hi, ich bin die Sharia. Und boah, ich habe deinen Aufstieg mitbekommen, weil wir waren zur gleichen Zeit eingestiegen in das Programm. Und ich so noch hier weit unten. Und ich habe gesagt, wow, also Respekt. Und sie schaute mich wirklich an in die Augen. Sie war super präsent. Und sie sagte, Shelia, du hast die 10 Jahre davor nicht gesehen, wo ich 7 verschiedene Business-Ideen ausprobiert habe, wo ich gar nicht wusste, wer ich bin, was ich mache, wo ich in 10 verschiedene andere Coaching-Programme investiert habe, wo ich am Ende war von allen. Ich habe abgelost und abgelost und abgelost. Sie hat gesagt, das, was du siehst gerade, ist eine Akkumulierung von einem ganzen Weg. Und dann hat sie einfach weitergegessen. Einfach so. Und ich so, oh wow, das ist schon eine Info. Und das blieb bei mir, oder? Also daran dachte ich. Und dann dachte ich auch an diese vielen Jahre, also am Anfang meines Wegs als Business-Mentorin, die ersten 10 Jahre. Hikyong, ich habe so viele Menschen gehabt, also die haben wirklich wie du wirklich umgesetzt. Die haben wirklich hingeschaut zu ihrer Positionierung. Sie haben wirklich hingeschaut und tolle Angebote entwickelt. Sie haben ihr Marketing betrieben. Sie wurden tätig da draußen in der Welt mit Sichtbarkeit, mit Netzwerken, whatever. Auf der Bühne haben sie gesprochen. Und als Coach war es für mich ein Mysterium, sehr oft, warum schaffen einige, die das machen, exakt wie wir im Coaching ermitteln, warum schaffen sie das und warum schaffen andere nicht, wenn sie genauso fleißig sind, genauso diszipliniert und pflichtbewusst, genauso charismatisch, genauso kommunikativ fähig.
Und es war ein totales Mysterium für mich. Und heute weiß ich, glaube ich, viel, viel mehr Bescheid, weil dahinter ist auch ein spiritueller Wachstum, ein Personal Development, die manchmal geschieht im Hintergrund, die wir als Coaches oder selber gar nicht wahrnehmen, oder? Und wo, was ich cool fände, wäre, wenn du einsteigst in diesem Anfang, wo du begonnen hast, dein Business aufzubauen und einfach vielleicht erzählst, was hast du alles probiert? Was hast du alles an Programme gebucht? Was dachtest du, wird deine Rettung sein? Oder das ist, das machen wir immer. Wir buchen etwas, weil wir denken, das wird unsere Rettung sein. Ja. Würdest du das mit uns teilen, Hika? Ja, sehr gerne. Ich muss immer zwischendurch mal meine Augen wischen, weil ich habe Heuschnupfen. Also, dass ihr nicht irritiert seid. Ja, also was habe ich alles gemacht? Ich glaube, das, was ich mit dir gemacht habe, war das Erste, was ich gemacht habe. Also erstmal habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Coach. Dann habe ich im Internet gesucht und du warst die Erste, die ich irgendwie sehr angesprochen hat. Und dann weiß ich nur ganz genau, dann warst du ausgebucht und dann habe ich extra eine lange E-Mail geschrieben, warum ich doch bitte jetzt das Gespräch haben möchte. Ja. Dann wart ihr noch so total freundlich. Ach, okay, gut. Und dann hab ich einen Termin gekriegt. Das war so der Anfang meiner Reise. Also ich bin, wie gesagt, reingestolpert, wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Und dann habe ich ein anderes Coaching noch gemacht danach. Und zwar genau mit dem Hintergrund, warum, das war auch interessant, weil ich bin selbst sehr eine spirituelle Person. Und diese Person war eine ehemalige Nonne. Und da habe ich zufälligerweise ein Buch in die Hand bekommen von dieser Person und habe gesehen, dass sie, also ihre Reise. Sie war eine Nonne, ist nicht mehr und coacht jetzt Leute mit Business. Und das hat mich eben sehr interessiert, hatte ich eine sehr hohe Resonanz. Und deswegen habe ich dann das Coaching bei ihr gemacht. Und dann habe ich festgestellt, naja, was man sagt, ist nicht unbedingt, was man lehrt. Und jeder empfindet auch Spiritualität vielleicht oder anders. Habe ich das? Man gibt ja auch so viel Geld dafür aus. Ja, das ist für mich auch jedes Mal. Und das ist ganz, weiß nicht, da habe ich mich sehr einsam gefühlt. Und ich glaube, da können sich jetzt viele auch drin wiederfinden, weil das ist ja richtig Batzen Geld für einen. Und da muss ich wirklich auch zwei, dreimal überlegen, ist das was? Und die Familie ist auch davon betroffen. Und dann geht man den Weg, dann erhofft man sich, jetzt kommt der Durchbruch. Naja, und so ging ich eigentlich weiter. Und da kam nicht der Durchbruch, aber ich ging trotzdem weiter. Ich wusste aber auch, ich muss einfach genauer gucken. Wie soll ich denn das sagen? Nicht nur das zu glauben, was die anderen sagen oder was sie auch vertreten oder was sie, also womit sie auch werben, sondern auch so ein bisschen mehr in mich hineinführen. Nicht, ob die Person die richtige ist, sondern was ich wirklich will in meinem Leben. Worum ging es mir wirklich? Ja? Weißt du, nur, als ich damals diese Person gebucht habe, ging es mir um finanzielle Freiheit. Das ist, womit sie, das war ihr Ding, finanzielle Freiheit. Und das war eben absolut genau das, was ich wollte, was die meisten von uns wollen, wenn wir so ein Business starten, Ja. nehme ich an. Und es stand so weit oben, dass ich nur diesem Ziel gefolgt bin. Und da habe ich ganz viel Abstand oder ganz viel den Zugang zu mir verloren, habe dieses Ziel immer vor Augen gehabt und bin dann immer darauf zugerannt. Alles gemacht natürlich, was sie gesagt hat, aber innerlich war ich nicht mehr verbunden mit mir, mit meinem Why, warum ich überhaupt dieses Ziel erreichen möchte. Dieses Ziel natürlich finanzielle Freiheit schon, das hat, ja, das macht man ja auch als Aufgabe. Damit ich mit meiner Familie verreisen kann, damit wir uns sicher fühlen und ich das und das renovieren kann, das schon. Aber die Ziele im Außen, die habe ich dann immer definiert. Und überhaupt, ja, immer auch das Nächste, was dann kam, ich habe so ein
so digitale Kurse gebucht, wo ich dann wieder mein Business anders aufbaue, weil ich mit Webseiten und Kurse online anzubieten und so weiter. Und da ging es auch wieder darum, was sind meine Ziele im Außen? Und dann war ich ja auch jetzt 2 Jahre im Membership, weil ich möchte gerne ein Membership-Programm aufbauen. Da habe ich auch wieder ganz viel Geld ausgegeben. Und in diesem Programm, internationales Programm, das wollte ich gerne. Ja, zwischendurch habe ich 2, 3 Online-Programme gemacht, also internationale Online-Programme. Da immer 5, 6 Monate in so einem Kurs zu sein mit Menschen, jeden Tag. Ich wollte ja auch ein Buch schreiben, da habe ich ein Buchprogramm gemacht, über 6 Monate online, jeden Tag geschrieben, international mich ausgetauscht. Aber das waren alles Ziele im Außen. Und die Ziele im Innen oder diesen Kontakt zu mir habe ich eigentlich viel mehr dadurch bekommen, okay, mit The Work of Byron Katie, was diese Methode mich natürlich fast täglich begleitet. Zumal ich täglich auch stressvolle Gedanken habe, was mein Business angeht, Ja. habe ich natürlich auch diese Methode, diese Fragen mit The Work auch benutzt. Und damit kam ich am meisten wieder zu mir selbst zurück. Es war und ist für mich auch wirklich mein Weg zu meiner Spiritualität. In diese Frage, wer oder was wärst du ohne deine Geschichten, deine Gedanken, ohne deine Ziele? Und dadurch, aber der größte Meister für mich war und ist immer noch, meine gescheiterten Versuche, ein Online-Business oder überhaupt ein Business aufzubauen, also meine Fehlschläge. Weil sie haben mir immer wieder gezeigt, oder sie haben mich immer wieder auf mich zurückgeworfen. Und das war schmerzhaft, sehr schmerzhaft, weil ich bin nicht einmal gefallen, sondern sehr oft auf die Schnauze gefallen. Immer tun, tun, machen, machen, machen. Ich bin ja so fleißig, ich will das erreichen. Push, push, Druck, Druck, alles machen nachts und jeden Tag arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das hat eben dazu gebracht, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich das Ziel, ich launch was und dann geht es daneben. Bumm, null. Voll gegen die Wand aufgefahren. Ja. Und jedes Mal musste ich mich fragen, ist das wirklich der Sinn meines Lebens? Will ich wirklich so leben? Und dann habe ich immer oft, mein Begleiter ist jetzt immer die Stille. Ich habe immer den Weg gesucht. Ich habe jetzt sozusagen, ich bin nicht vom Typ so, dass ich dann irgendwie hätte. Ich hätte natürlich auch Menschen suchen können, die mir helfen. Ich hatte ja meinen Begleiter, die Stille und The Work. Und ja, und dann habe ich immer den Wald gesucht, um ganz bei mir zu sein, auch monatelang, um mich zu besinnen. Worum geht es mir eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich in meinem Leben? Und das soll jetzt meiner Familie helfen. Die ganze Zeit abwesend zu sein, immer mir Druck zu machen, immer, immer den Erfolg draußen zu suchen. Und was ist überhaupt das Leben? Worum geht es hier eigentlich? Ja, und diese Fragen haben mich immer mehr in die Spiritualität zurückgebracht. Und auch dann angefangen, meine inneren Ziele zu definieren. Was ist mir eigentlich am wichtigsten? Und dann meine Begleiter waren die ganzen Bücher dann. Dann viel mehr. Vorher habe ich diese Business-Bücher gelesen, alle möglichen. Und dann habe ich angefangen, wieder Eckhart Tolle zu lesen, zum Beispiel. Oder nochmal die Zitate von Katie oder auch andere, Dalai Lama, alle möglichen. Es gibt ja ganz viele weise Menschen, ihre Bücher zu lesen und meine Morgenroutine zu machen. Nicht mehr Morgenroutine, wie baue ich mein Business auf? Meditation vielleicht, sondern einfach zu sitzen und mir klar zu machen oder mir bewusst zu werden wieder, ich weiß nichts. Und ich habe keine Ahnung, was der Sinn des Lebens ist. Und damit mal das als Morgenroutine zu haben und
zu sitzen. Eine halbe Stunde. Es gab auch viele Momente, ich saß am Schreibtisch, weil ich mich nicht davon lösen konnte. Und das kennen viele wahrscheinlich auch. Ich muss tun, machen. Für die alles Leerlauf, völlig also überhaupt nicht effektiv. Aber ich saß dann am Schreibtisch, hab mir gedacht, okay, dann sitzt du jetzt am Schreibtisch. Und dann habe ich einfach gesessen. Und irgendwie kann ich sagen, weißt du, der Wegweiser war eigentlich die Stille oder die Einsamkeit. Und mich davon zu lösen, dass ich immer was tun muss, dass ich immer was wissen muss, dass ich wissen muss, wie es weitergeht. Und dass mein Geschäft vorwärts gehen muss. Es war eigentlich meine einzige oder ist immer meine einzige Baustelle, sage ich mal, weil ich den Hintergrund einfach Familie, von der Familie und so weiter, nicht besonders viel Herausforderungen hatte, habe ich mich immer auf das Geschäftliche gestützt und habe gedacht, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich jemand, dann bin ich gut genug. Ja. Und das hat sich so nicht bewährt und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Aber jetzt habe ich was, was viel, viel wertvoller ist. Ja, diese Ebene der Spiritualität, im Grunde genommen die Ebene, die Kunst des Seins, was es bedeutet zu sein und nicht immer zu tun. Ja. Und das Tun nicht unbedingt dazu bringt, dazu führt, dass ich erfüllter bin. Wie ich sagte, mein Weg ist ja dann ja so gewesen, dass ich ja jetzt schon relativ für meine Verhältnisse viele Kunden habe. Meine Retreats, meine Angebote sind ausgebucht. Ja. Und ich freue mich so sehr für mich, dass ich keine andere Person bin als die, die ich vorher war. Es wäre auch vorher so gewesen, aber jetzt bin ich mir dessen bewusst. Es macht keinen Unterschied innerlich. Und das gibt mir so eine tiefe Erleichterung. Oh, ich muss nicht jemand anders sein und ich werde es auch nie sein. Dann, wenn ich den Weg zu mir selbst finde, wo ich innerlich tief in mir ruhen kann, kann ich aus dem heraus und weiß, was ich wirklich will. Denn was ich will, ist diese tiefe Verbundenheit zu mir, zum Universum, zu Gott, je nachdem, was für jeden so passt, oder zu leben. Und alles andere darf sich durch mich entfalten. Und sehr gerne auch so ein YouTube-Kanal mit sehr hilft mir auch im Außen natürlich. Natürlich möchte ich Geld verdienen. Natürlich möchte ich erfolgreich sein im Außen. Es gehört auch dazu. Aber es kriegt jetzt so eine Balance, innerlich, äußerlich, dass die beiden sozusagen in Balance zu bringen. Ja. Das ist so berührend, Jung. Und ich würde ganz gerne echt gleich einsteigen in diese Wende, die dein Leben genommen hat. Dein Weg in den Wald, The Run. Und auch, was, ja, es ist irgendwie so, mir machte das den Eindruck, als wir sprachen, sobald du im Innen alles in dir gefunden hast, also deine Identität, deine Sicherheit, alles, was du gebraucht hast, war immer schon in dir. Du hast es nicht mehr im Außen gebraucht. Dann begann es im Außen zu funktionieren. Das war mein Eindruck, aber wir gucken gleich hin. Aber bevor wir das tun, ich wollte dich fragen, weil man könnte deinen Weg anschauen und sagen, Mann, das hättest du dir ersparen können. Diese ganzen Kurse und Coaches und Wissen über Memberships und Bücher und Online-Business. Und naja, nicht wirklich, weil eigentlich war es alles da, damit du versagen kannst und aus deinen Fehlschlägen zu dir zurückkommst im Innen und zu deiner Spiritualität. Aber das glaube ich nicht wirklich. Also ich bin mir sicher, dass du auf dem Weg sehr viele wertvolle Skills gesammelt hast,
die du heute, jetzt wo du im Innengut aufgestellt bist, doch nutzt oder in deinem Außenbusiness. Wie siehst du das? Also bist du, sagst du, ich hätte darauf pfeifen können, all das zu lernen, oder bist du froh, auch neue Skills, neue Erfahrungen, neue Menschen? Auch wenn du in dem Moment vielleicht in eine nicht so gute innere Erfahrung warst dabei, oder? Wie siehst du das, Sigyong? Also, es gibt ja auch ganz viele Menschen, denen wird gefragt, wenn du sozusagen nochmal zurückgehen würdest, würdest du dein Leben anders leben? Ne? Gerade Menschen, die eben sehr viele Schicksalsschläge erlebt haben. Und die meisten Menschen sagen, nein, ich würde es genauso machen. Und so ist, so ähnlich ist es für mich auch. Natürlich, es ist all diese Sachen, also ich habe so einen Satz, der mir immer sehr hilft, ja. Alles, dass ich weiß, dass im Grunde genommen alles für mich geschieht. Diese ganzen Schritte natürlich, die kleinen, die großen Schritte, die waren natürlich sehr, sehr wichtig auf meinem Weg. Und ich konnte diese Tools, die ich bekommen habe, nicht nutzen, weil ich da noch nicht war. Ich kann sie jetzt nutzen. Jetzt zurückblickend weiß ich, was damit gemeint war, wie ich das aufbauen kann. Ja. Das ist so, wenn man jetzt als Baby versucht zu stehen oder zu laufen. Ich kann ja nicht gleich laufen. Ich muss ja erstmal lernen zu stehen. Und auf diesem Weg, ja, ist ja für uns, wenn wir ein Business aufbauen, du fällst mehr, als dass du stehst. Es ist total frustrierend. Und du kriegst auch gar nicht so richtig mit, was du lernst, was sinnvoll ist. Es ist wie eigentlich so ein bisschen, für mich war das so ein bisschen wie, obwohl ich sehr organisiert bin und strukturiert bin, kann ich im Nachhinein jetzt sehen, ah, das war schon so ein bisschen um sich schlagen. Ja, irgendwie mich an hochziehen, ich schaffe das schon. Ja. Keine Ahnung, was es genau ist. Und trotzdem hat es natürlich mich weitergebracht. Und wie der Weg ist, können wir nicht wissen. Und ich kann einfach sagen, das Wichtigste, was ich gelernt habe, der Schlüssel zum Erfolg ist weitermachen. Das ist das Einzige, was ich weiß, was funktioniert. Und es ist völlig egal, im Grunde genommen, welcher Coach, welche Methode. Wir machen uns so viel Gedanken darüber, geben so viel Gewicht. Jeder wird mich weiterbringen. Jeder Coach, jede Mentorin, jedes Buch, jeden Satz, den ich lese, jedes Programm wird mich weiterbringen. Also, ich habe gesehen, ich habe mich, das machen wahrscheinlich die meisten von uns, so verkopft, so viel Zeit damit verbracht, mit welcher Person, mit welcher Methode, welche Tools, welche Technik. So viel Zeit damit verbracht. Aber im Grunde genommen ist es völlig egal, intuitiv einfach. Und das Ganze, und das tue ich jetzt mehr, spielerisch anzugehen. Hey, das Leben ist einfach, ich kann sie auch als eine Spielwiese sehen. Und natürlich ist es nicht einfach, aber es auch mal so zu probieren. Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich mein Business aufbauen, das Leben als eine Spielwiese betrachte? Und auf dieser Spielwiese habe ich ganz viele Sachen, die ich ausprobieren kann und ganz viele Menschen. Ich habe von jedem natürlich nicht nur eine Sache, mehrere, viele Sachen mitgenommen. Manchmal auch Sachen, wie ich nicht sein will. Zum Beispiel habe ich auch ganz viele Sachen gelernt, wie ich mein Business aufbauen will und wie auf jeden Fall nicht Ja. durch jegliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Dann habe ich ganz klar viel mehr gesehen, was sind meine Werte, was sind ihre Werte, wo kommen, ja. Und dann habe ich ein ganz anderes Gefühl auch entwickelt, mit wem weiter möchte ich weiterhin zusammen auch in Verbindung bleiben. Ich meine, es ist ja für mich jetzt auch so, ich habe auch deinen Weg verfolgt. Ich bin ja in deinem Newsletter-Verteiler. Es gibt ja auch bestimmte Menschen, mit denen weil du gingst den spirituellen Weg, Ja. habe ich mitgekriegt. Und das hat mich zum Beispiel auch sehr inspiriert, dass ich einfach da drin geblieben bin. Oder jetzt, deswegen kamen wir auch wieder in Kontakt. Hey, wie geht's? Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig inspirieren können. Und dann gibst du auch Sachen, und jetzt, also ich habe ganz, ganz viele Kurse, wo ich nochmal zurückgehe
Und jetzt verstehe ich viel mehr, wie ich den Kurs aufbauen kann, aufgrund der, aber ich musste fallen. Ich musste, das ist ja, wenn ich dann im Grunde genommen versage, das scheitert, zeigt mir auch ganz deutlich, ah, vielleicht passt diese Methode nicht zu mir. Oder vielleicht, schau mal, was mal, vielleicht ist die Methode völlig perfekt. Aber was war deine innere Haltung dazu? Hast du dir zu viel Druck gemacht? Wie bist du denn aufgetreten dem Menschen gegenüber? Wolltest du nur verkaufen oder war es dir wirklich wichtig, ihnen zu helfen? Ja. Und diese Fragen haben sie mir auch gestellt. Aber diese habe ich nicht gehört, weil ich wollte verkaufen. Ich wollte ja jetzt ein Business, ich wollte mein Ziel erreichen. Also, auf jeden Fall. Es war genau richtig, wie mein Weg war. Und ich bin auch allen Menschen, denen ich begegnet bin und auch in den Büchern begegnet bin, sehr, sehr dankbar. Alles hat mein Leben bereichert und dazu geführt, dass ich natürlich hier bin, in diesem Moment, ja. Ja, das finde ich so hoffnungsvoll, Hikyong, für die Leute, die da draußen zuhören, weil sie stecken vielleicht einfach auch in einem Zyklus von innerem Druck und viele Dinge ausprobieren und nichts bringt die Früchte für ihre Außenziele, wie du die genannt hast, oder? Und einfach wahrzunehmen, hey, it's okay, ja. Das gehört einfach gerade zu deinem Weg dazu. Und da gibt es so viel drin, was du vielleicht wirklich erst später im Rückblick, im Rückspiegel erkennen wirst, wozu das gut war, oder? Ja. Und dass wir nicht mitkriegen, das ist vielleicht auch sehr wichtig. Also für mich war das, also im Nachhinein ist mir das, wenn wir da drin sind in dieser Entwicklung, in diesem Wahnsinn, diesem Pool, dann kriegen wir gar nicht mit, sehr selten, was wir aber lernen. Wir machen Fortschritte, die wir aber nicht mitkriegen. Oftmals kriegen wir die Fortschritte erst im Nachhinein mit. Ja. Ich weiß auch nicht, ich guck zurück. Nach 2 Jahren stelle ich fest, oh, ich habe das gelernt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ach, so funktioniert ein Funnel. Aber ich mache das schon seit einem Jahr. Weil der Verstand sagt, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, du musst das und das machen. Schau mal die auf die. Guck mal, die haben schon, weiß ich, so und so viele Abonnenten. Da kommst du nie hin. Und wenn ich nur darauf höre, was mein Verstand sagt, kriege ich gar nicht mit, dass ich schon lange da bin. Und wir sind dann immer so. So harsch zu uns, so Ja. kritisch mit uns selbst und so in einem merkwürdigen Selbstbild, negativ natürlich, abgedriftet, dass wir nicht mitkriegen, wer wir wirklich sind. Dass wir schon viel weiter sind als vor einem Jahr. Dass wir viel Natürlich. mehr wissen schon vor einem Jahr. Deswegen auch so meine Ermutigung, deswegen sage ich, mein Mantra ist, immer weitermachen, immer weitermachen. Immer aufstehen und weitermachen. Lernen, aufstehen, was lernen, auch wenn es nur ein, zwei Sachen sind, und dann weitermachen. Weil du kommst immer weiter und du kriegst es einfach manchmal nicht mit. Ja, voll schön, Hikyong, voll schön. Als wir gesprochen haben vor ein paar Wochen, du hast mir von deinem Weg in den Wald erzählt. Und du hast mir ein Lied im Nachhinein geschickt, was du immer auf den Ohren hattest, oder? Und für mich schien das ein wichtiger Wendepunkt in dieser Geschichte zu sein. Würdest du uns erzählen, wie dein Weg in den Wald ausgeschaut hat und wo es dann hingeführt hat zu deinem Business jetzt, an dem, was du lehrst? Ja, also ich habe immer wieder versucht, eben mein Business, also die Kurse, meine Online-Kurse damals zu launchen. Ich habe einen Funnel gebaut und habe ein super Webinar aufgebaut, alles richtig gemacht. Und als ich diesen, ich habe so, immer so viel Druck gemacht, ich habe dann nachts gesessen, um das alles perfekt zu machen. Und dann habe ich noch irgendwelche Folder erstellt für meine Webinare, nachts gesessen und habe alles aufgestellt und dann nach dem Webinar, das war ein Kurs, ich glaube, es war ein 5 Wochen Kurs oder sowas, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich gelauncht und dann hatte ich 3 Teilnehmer. Und das hat mich
wirklich, es war so, als würde ich gegen die Wand rennen. Also wirklich, bam, voll gegen die Wand abgeprallt und bäh, mich gab es nicht mehr. Und ich bin komplett zusammengebrochen. Und das war so eine Enttäuschung. Ich hatte so einen Wutanfall in mir. In dem Moment, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Survivor. Ich weiß, okay, dann wenn ich falle, okay, als nächstes tue ich das, stehe auf und mache das. Und da war der Punkt erreicht, ich bin da nicht mehr aufgestanden. Ich wusste jetzt nicht mehr weiter, weil ich habe alles richtig gemacht. Ja, Ja. textbuchmäßig, ja. Alles richtig gemacht. Und dann habe ich da gesessen und habe mich musste, ich war so schockiert, weil mein Selbstbild ist auch zusammengebrochen. Ich bin die, die immer fleißig und so und ich erreiche alles, was ich will. Ich muss einfach nur machen. Und dann paar Tage habe ich gebraucht, um mich zu erholen. Also erholt habe ich mich nicht, überhaupt darüber sprechen zu können, weil ich habe mich auch so geschämt meinem Mann gegenüber, weil der musste ja auch Opfer bringen. Das muss ja vieles für mich übernehmen, damit ich das ja aufbauen konnte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, in so einem Frühsommer, ich kann nichts mehr machen, ich kann keinen Newsletter mehr schreiben, ich kann nichts mehr schreiben, ich bin einfach leer, ich weiß gar nichts mehr. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich nehme jetzt vielleicht einen Monat Zeit. Und in der Zeit, als ich dann immer saß, das war auch die Zeit, wo ich auch am Computer saß, weil ich konnte mich dann doch nicht davon trennen, einfach nur drauf gestarrt, kam immer dieses Lied. Das Lied ist von BTS, es ist eine koreanische Band. Die geht immer run, run, run. Ich habe immer nur gehört, run, run, run. Ich dachte, oh, okay, jetzt habe ich einen Ohrwurm, weil ich ja natürlich die Musikband oft höre. Run, run, okay, gut, okay. Und es hörte nicht auf. Dann dachte ich, okay, ich renne. Lass mich laufen, ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Und dann habe ich mir eben diese Laufschuhe mit zugelegt und ich wollte einfach nicht joggen. Ich wollte nicht, weil dann wären welche ja sozusagen auf den Straßen mit den Menschen. Da habe ich gedacht, okay, ich renne durch den Wald. Da habe ich die perfekten Laufschuhe gekauft, um durch den Wald zu rennen. Bin ich einfach losgelaufen mit dem Lied in meinem im Kopf oder als Musik. Und plötzlich, ich fühlte mich so befreit. Und plötzlich hatte ich so ein Gefühl, was ich schon lange nicht mehr kannte, richtig zu sein. Da war alles richtig. Also so, nicht, dass ich was richtig mache, sondern wie so anzukommen. Wie eine tiefe Erfüllung oder so. Die Fülle zu erleben. Das hat sich so angefühlt. Und ich fühlte mich einfach ja, so befreit. Ich war nicht mehr die alles falsch macht, die alles richtig machen muss, die nicht genügt, wo die anderen besser sind als ich. Und dann, mich existierte gar nicht als Mensch, sondern ich war einfach das Gefühl von, es ist alles so, wie es ist. Und das ist gut. Und so bin ich einfach jeden Tag gerannt. Und ich habe das 5 oder 6 Monate gemacht. Ich habe nichts gemacht für mein Business. Ich habe alles fallen gelassen. Erlaubnis, Absprache mit meinem Mann. Er hat gesagt, ja, mach das bitte. Bitte für alle. Bei der Familie ging es dann auch besser, weil ich war dann besser drauf. Und das war nicht einfach, das so zu tun, ne, mein Verstand hat gesagt, doch, du musst jetzt was machen. Es geht nicht. Jetzt geht alles im Bach unter und alle vom Newsletter, die verlassen dich. Die ganzen Ängste kommen ja hoch. Und dann habe ich das immer ersetzt mit Run, 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 Laufschuhe. Okay, jetzt wieder losrennen. Ja, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und irgendwann hatte ich wieder Lust, was zu machen. Und irgendwann hatte ich auch Lust, wieder mit meiner kleinen Newsletter-Community ko zu kommunizieren und habe ihn angefangen, darüber zu schreiben, wie ich diese Pause mir nicht gegönnt habe, gemacht habe, weil ich
eigentlich das gemacht habe, was ich euch immer erzähle, euch nicht zu übernehmen. Und habe angefangen, authentisch, ehrlich zu kommunizieren. Und siehe da, es war nicht mal Newsletter schreiben und ich muss schreiben, sondern das war wie Tagebuch führen und mich zu verbinden mit Menschen. Das waren keine Zahlen mehr. Es waren Menschen. Und ich muss, und nicht, denen ich was verkaufen möchte. Das war ja unbewusst. Ich habe ja nicht gedacht, ich will den Natürlich, Menschen was überstülpen, sondern natürlich. mir wurde das bewusst. Und dass wir alle auf dem, und ich habe gesehen, ich, weißt du, dieses immer wieder Fallen, das hat mir auch immer geholfen, hilft mir immer noch, bescheiden zu sein, Modesty, bescheiden zu sein. Und zu sehen, sie sind wie ich, wir sind alle miteinander verbunden, sie wollen das Gleiche wie ich und ich bin genauso auf dem Weg wie sie. So sieht's aus. Und ich bin nicht besser, nur weil ich das, weil ich ein paar Wege kenne. Im Gegenteil, sie können mir auch helfen und sie tun es. Meine Coach-Teilnehmer oder die Teilnehmer oder die Klienten helfen mir, hier auf meinem Weg zu sein. Und das habe ich viel mehr kommuniziert. Und dann kam es mir auch mit dem YouTube-Kanal. Ich habe angefangen, mit einer ganz anderen Haltung zu den Menschen zu sprechen. Und über meine Ängste und Befürchtungen zu sprechen, wusste, das sind ihre, aber vorher waren es immer ihre Ängste, ja, und Ja. ihre Probleme. Ja. Aber ich habe gesehen, ah nein, sind meine. Selbstverständlich, wie konnte ich das nicht sehen? Ich Ja. spreche über meine Probleme, habe über meine Geschichten erzählt. Und also auch die Geschichte, wie ich ja, mit meinen Versagen zurechtgekommen bin und mit dieser Run-Geschichte. Und das tue ich immer noch. Also ich laufe noch immer noch durch den Wald und im Wald habe ich auch ganz viel gesehen oder gelernt, wie ich lernen will oder was ich gerne anbieten will. Weil durch dieses Tun, ich bin selber gerannt und im Wald war ich aber ganz still. Ich bin nicht die ganze Zeit gelaufen. Ich habe eigentlich ganz viel Zeit im Wald verbracht, in der Stille. Und habe da mich bewegt, habe getanzt und habe wieder meine Leidenschaft zum Tanz, zur Bewegung, zum Körper wiedergefunden. Durch diese Verbindung, habe ich auch dann plötzlich sehen können, wie meine Kurse aussehen können, weil diese Bewegungen mir geholfen haben, mehr bei mir selbst zu sein. Und habe angefangen, die zu testen. Mit ein paar Menschen. Ich habe das ein bisschen leichter gemacht, ja, spielerischer. Leute gefragt, okay, meldet ihr euch an? Wer will es mit mir testen? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan, weil das war so. Und ich biete es an für 6 Wochen. Und der Kurs wird entstehen, während wir tun. Und sicherlich habe ich auf dem Weg Fragen. Und wer dazu bereit ist und Lust darauf hat, meldet euch an. Zack, haben sich 10 Leute angemeldet. Dachte, ah. Ganz anderer Weg. Von hier. Ja, Von hier. aus dem Herzen heraus, aus meinem authentisch, ehrlich. Und diese im Grunde genommen, diese Art der Kommunikation. Wer will das nicht, oder? Ja, Wer wir will nicht alle. mit Menschen zusammen sein, die einfach authentisch sind, sich verletzlich zeigen, einfach so sind, wie wir sind und unser Bestes geben und uns gegenseitig unterstützen? Das war mein Auftakt. Die Leute haben sich angemeldet. Ich habe den Kurs mit ihnen zusammen entwickelt. Wir haben Riesenfreude gehabt. Ich habe ganz viel von ihnen gelernt. Ganz, ganz viel. Und so wächst jetzt mein Business. Grunde genommen weniger jetzt durch mich, aber durch die Community, durch die Menschen, die den gleichen Weg gehen mit mir. Ja, so beautiful. Ich schaue nur gerade auf die Zeit, weil ich ein Coaching habe in 8 Minuten. Oh, ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, Hikyong, und da gibt es so viel noch. Ich weiß es, was du mit uns, also uns auf den Weg geben könntest. Aber ich höre vor allem wirklich diesen Weg nach innen. Und ich höre auf der ganzen Ebene deine
spirituelle Reise zu dir selbst. Und dort angekommen, in Bescheidenheit, in Liebe, in Miteinander, wieder in die Welt aufzutauchen, in eine ganz andere Energie, eine ganz andere Energie, die natürlich anziehend ist, also auch für andere, wenn wir authentisch auftauchen. Und ich würde den Leuten noch sagen wollen, unbedingt bevor wir auseinandergehen, also Hikyongs Kanal ist unter Hikyong Blance. Ich werde es unterhalb des Videos auch posten. Das heißt, die Kunst im Hier und Jetzt zu leben. Eben heute hat sie 11.000 Abonnenten erreicht. Sie hat 191 Videos schon auf dem Kanal. Und auch für euch zu wissen, also Hikyong, widersprich mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe verstanden von dir, du hattest diesen innere Klarheit, die Videos zu drehen, eben um für dich selber klar zu werden. Für dich, also dieses, die Kunst im Hier und Jetzt zu leben, dass du das für dich siehst. Und das sind die Videos. Und du hast mir auch in unserem letzten Gespräch gesagt, das fiel dir nicht leicht. Das ist nicht immer ein super Spaß, aufzustehen und die Videos zu machen, wie du dir das vornimmst. Aber ich habe auch gehört von dir, es ist nicht der Druck wie von damals, so ich muss damit ich Geld verdiene, sondern es ist, ich spüre nach innen diesen Pull, das zu tun. Und ich gehe den Weg, egal wie ich mich gerade fühle als Mensch, oder? Das ist auch so eine Sache, ja, die ich gehört habe. Was möchtest du den Menschen noch in den letzten paar Minuten auf dem Weg geben, die wir vielleicht noch nicht angeschnitten haben? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir oft, viel zu oft, so harsch zu uns sind und so uns so viel Druck machen und so viel im Außen sind, erfolgreich sein zu müssen, um gut genug zu sein. Und das möchte ich gerne mitgeben. Vielleicht ist das nicht so. Vielleicht sind wir schon gut genug, weil wir geben ja jeden Tag unser Bestes. Und dass wir da beginnen, uns zu erkennen, dass wir genug sind. Und das andere, ja, das ist ja super, diese Ziele zu setzen und die natürlich zu verfolgen, aber diese Balance zu haben. Und vor allem empfehle ich, egal wie oft du fällst, du bist nicht allein. Das, was wir immer sehen und hören, die Leute haben das und das erreicht, das ist nur die Eisbergspitze, das, was du auch erzählt hast. Wie oft diese Menschen gefallen sind oder die Bestseller, die diese Bücher schreiben, wie oft sie gescheitert sind, wie viele Bücher sie geschrieben haben, bevor sie überhaupt diesen Erfolg hatten. Dass wir einfach, es ist alles richtig mit dir, alles richtig. Du machst alles richtig auf deinen Weg, das zu vertrauen, deinen Weg zu gehen und dann nicht aufzugeben auf deine Art, aber ein bisschen mit mehr Spielfreude, ein bisschen mit Entspannung, neugierig. Das ist ja das Leben, zu erforschen und diesen Weg dann vielleicht auch mit anderen Menschen zu gehen, weil wir möchten ja gerne eine Community haben. Und das ist ja auch leichter für die meisten von uns, dass du weißt, du musst den Weg nicht allein gehen Ja. und eine Community-Unterstützung suchst, ja. Ja, voll schön, Hikyong. Das hast du so schön zusammengefasst. Und ich würde noch was hinzufügen für all diejenigen, die als Coaches und Mentoren arbeiten. Was mich so demütig macht und immer wieder ist, schau, ich bin nur eine einzige Lehrerin aus Hikyongs Weg, auf ihrem Lebensweg. Vor mir waren Tausende von ihrer Mutter zu einem Lehrer, ihr Ehemann. Auf ihrem Coachweg waren es viele. Auch da, auch vor Augen zu haben, du gibst immer nur so einen kleinen Beitrag. Du bist in einem Team von vielen spirituellen Begleitern, die einen Menschenweg begleiten und auch den Anspruch herunterzuschrauben in deine eigene Richtung. Gib dein Bestes, gib dein bestes Coaching, dein bestes Advice weiter, aber ich hätte nie wissen können am Anfang unserer Zusammenarbeit gegangen oder auch am Ende, dass dein Weg so ausschauen wird und dass es so sein muss für dich, um dort anzukommen, wo du gerade bist. Und
wir wissen nicht, was noch kommt für dich, oder? Das sehe ich heute auch so ganz klar. Und das ist so entlastend zu wissen, dass wir lediglich Teil eines Gesamtteams sind. Und ja, das war's. Danke, Hikyong. Also, so schön, dass du deine Zeit und deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Ich bin dir echt aus dem Herzen dankbar. Und ich bin auch dankbar für unsere Verbindung, dass wir uns wieder gefunden haben. Und ich bin so froh, wenn wir immer weiter Kontakt miteinander haben. 7 Jahre dazwischen ist zu lange, finde ich, oder? Ja, ich danke dir auch vielmals für die Einladung. Das ist auch für mich sehr inspirierend und irgendwie auch heilsam, es immer wieder zu teilen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen unsere Reisen gemeinsam fortsetzen. Ja, danke dir. Ja, also, tschüss zusammen und bis bald. Tschüss.